Oh, die Verwerfungslehre. Was ihr da lehrt, ihr, ja, ihr NIFB, Leute, ihr seid doch alle verrückt mit eurer Verwerfungslehre. Ich meine, die Verwerfungslehre ist so eindeutig, besonders, ich meine, schon im Alten Testament, wenn wir über den Pharao lesen. Es heißt beim Pharao immer wieder, dass er sein Herz verstockt hat, dass er sein Herz verstockt hat, bis es dann heißt, dass Gott sein Herz verstockt hat. Und Gott hat gemacht, dass er nicht mehr glauben konnte. Hatte der Pharao genug Chancen, gerettet zu werden? Ja. Es gibt für jeden Menschen die Chance, gerettet zu werden. Aber wenn die Leute ihre Chancen vertun und ihr Herz verhärten, dann verhärtet Gott ihr Herz. Ich meine, hier ist das Ding, hat Gott alles getan, dass sie gerettet werden können? Gott hat seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, geopfert am Kreuz für uns. Er hat geblutet, er hat gelitten für uns. Er hat alle unsere Sünden getragen. Ist das nicht genug? Wenn jemand das ablehnt, nur dann, dann weißt du was, dann lehne ich dich ab, sagt Gott.